Einen schönen guten Morgen. Bestes Wetter wieder. Und so war es auch angesagt. Ich bin tatsächlich relativ bei Zeiten nicht aufgestanden, aber erwacht und habe mein Video von Frankfurt fertig geschnitten. Echt schöne Bilder geworden, finde ich jetzt. Aber ich bin da natürlich nicht objektiv. So, und jetzt schmeiße ich mich in die Laufklamotten und werde laufen gehen. Ich habe ja gestern quasi geschlonzt und bin nicht laufen gegangen. Heute gehe ich wieder laufen. Krass. Schönes Wetter, aber irgendwie irgendwas steckt mir noch in den Knochen. Also ich habe jetzt nur 5 Kilometer gemacht, weil ich schon am Anfang gemerkt habe, so viel mehr wird heute nicht funktionieren. Ich habe jetzt 5 Kilometer mit einer einigermaßen Zeit. Das finde ich ist jetzt besser, als sich durch 10 zu quälen und dann hinterher über 7 Minuten rauszukommen, weil man keinen Schritt mehr von anderen kriegt. Deshalb nur 5, aber ich werde jetzt die Zeit nutzen. Ich muss nämlich auch noch einkaufen gehen, habe ich ganz vergessen. Von daher ist es nicht ganz so verkehrt, dass ich jetzt quasi eine halbe Stunde gespart habe. Na gut, ich gehe mal duschen. So, jetzt gehen wir ein bisschen einkaufen. So ein paar Sachen brauche ich echt dringend. So Katzenfutter und sowas. Deshalb kurz Zeit. Und wieder zu Hause. Auf dem Herd stehen gerade ein paar Maultaschen, die ich mir gleich einverleiben werde. Und dann geht es auch schon wieder zur Arbeit. Und das schönste Wetter draußen. Morgen soll es auch nochmal schön werden. Ich bin mal gespannt, was ich morgen so mache. Ich hatte ja übrigens, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, ich hatte mit meiner Drohne immer das Problem, dass ich, wenn ich gestartet bin, dann hat er mir eine Fehlermeldung gegeben. Wheel Error. Und ich habe immer überlegt, so, was will das Ding von mir? Bin dann immer erstmal runtergegangen und gelandet, weil ich gedacht habe, es wäre vielleicht einer von den Propellern. Und bin dann wieder abgehoben, dann war der Fehler auch weg. Aber es macht einen natürlich kirre. Und das letzte Mal war es, als ich hier in Künzell geflogen bin, auch hochgegangen, beep, 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 schnell gelandet, Fernbedienung ausgemacht wieder und dann ging's. Habe ich mich jetzt auf Google eingelesen und das Problem gibt es öfter und ja, ich habe ja neulich die komplette Drohne und sowas kalibriert. Was ich nicht kalibriert hatte, war die Fernbedienung und das habe ich jetzt getan. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ob es jetzt wieder ist, aber das wäre vielleicht was, das ich morgen machen könnte. Einfach mal die Drohne in die Luft jagen, um zu sehen, ob dieser Fehler jetzt noch auftritt oder nicht. Normalerweise müsste er weg sein. Naja, gut. So, jetzt hole ich mir schnell meine Maultaschen. Okay, Aufbruch. Heute ist ja Meeting. Ich muss ein bisschen früher los als sonst. Also, auf! Willkommen bei der Arbeit und es ist immer noch das beste Wetter und ich bin relativ früh heute. Naja, macht nichts, habe auch ein bisschen was noch auszuruhen. Das Essen liegt mir im Magen. Ich würde so gerne schlafen jetzt. Liegt daran, was ich so früh aufgestanden bin vielleicht. Aber egal. Naja, ich gehe mal rein und schau mal, was heute so anliegt. Gestern war es ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, heute wird es besser. Feierabend. Und hatte ich gesagt, es war gestern schlimm? Es gibt immer eine Steigerung. Na gut, ab nach Hause.
zu Hause. Ja, und jetzt mache ich es ähnlich wie gestern. Ich gehe einfach mal ins Bett, weil Schlag kaputt von der Arbeit. Und dann stehe ich lieber wieder morgen bei Zeiten auf und mache da die Sachen, die ich zu erledigen habe. Es ist angenehmer. Na gut. Typisch Spätschicht, aber es lässt sich nicht ändern. Alles klar, dann bis morgen. Bis dann. Ciao.